Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Ikarus mit Voucher und mit uns am Alderle. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, muss ich kurz noch mal ein bisschen ausholen. Ich war nämlich dabei, Punkte für uns zu farmen für den Workshop, dass wir einkaufen können. Denn wir wollen ja bestimmt auch irgendwann ins Wüstenbiom und da habe ich vor, mir diesen Trinkschlauch oder Trinkgefäß, Feldflasche ist es, glaube ich, zu bauen, die man dann gleich vom Start ab schon mal hat. Dann bin ich praktisch losgezogen, habe einen kleinen Auftrag genommen, für den ich Punkte bekommen habe, erledigt, habe den dann nochmal machen wollen, musste weg und als ich zurückkam, war der Timer abgelaufen und mein Charakter war tot. Hatten wir ja schon mal geschrieben, wenn der Charakter auf Ikarus, also wenn die Zeit abläuft, ist der Charakter tot und kann nicht mehr benutzt werden. Jetzt habe ich hier unten drauf geklickt. Aus allen Schürfgebieten entfernen. Das ist eigentlich, das steht dann, wenn man da drauf drückt, was dabei, dass es für die Beta ist. Hat Gott sei Dank funktioniert, der Charakter ist wieder da. Ich würde mich nicht drauf verlassen, wollte euch aber mitteilen, dass auf diesem Wege ich die Chance gehabt habe, den Charakter wieder zurückzuholen. Jetzt gibt es eine kleine Änderung. Die Staffel verlängert sich schon mal um eine Folge, nämlich um die heutige. Ich muss ja immer ein bisschen planen wegen dem Timer, wie ich es mache. Ich würde gerne noch weiter Punkte holen. Wir machen heute sowas ähnliches wie ein Speedrun. Nicht wirklich ein Speedrun, aber wir werden das wahrscheinlich in eine Folge reinkriegen. Ich will jetzt gerade mal unseren Charakter aus. Dann zeige ich euch, wo ich hier bin in der Werkstatt. Ich habe uns hier einmal das freigeschalten, dass wir in Zukunft, wenn wir mal irgendwo einen Auftrag haben, wo wir die Spitzhacke gleich brauchen, dass wir die haben. Und bin jetzt in den Baum hier reingewechselt. Und was ich jetzt noch freischalten möchte für die Wüste später, ist diese Feldflasche hier. Dafür brauche ich 200 Punkte, 50 brauche ich zum Herstellen. Das heißt, uns fehlen 225 Punkte. Und die besorge ich so parallel ein bisschen, möchte aber nicht alles alleine machen. Deswegen nehme ich euch heute mal auf eine Tour mit. Und zwar gehen wir einmal kurz hier rein. Den Anzug haben wir. Die Spitzhacke bauen wir uns jetzt erstmal nicht. Wir nehmen uns diesen Auftrag, den ich die ganze Zeit gemacht habe für Punkte, weil der halt eigentlich recht schnell ging. Ich glaube, es war der hier. Der Nachteil war halt, weil ich weg musste, dass die 6 Stunden abgelaufen waren. Den nehmen wir jetzt nochmal an. Den kennen wir auch, allerdings noch nicht in der schnellen Tour. Gibt 75 Punkte. Müsste in eine Folge reinpassen. So, das machen wir heute und dann kann ich die neue Mission ab morgen anfangen. Da habe ich auch die Zeit zum Aufnehmen. Entschuldigung. Kurzer Augenblick, wir lassen den immer fertig reden. Ach, auf einmal unterbricht's. Auf einmal unterbricht's den Guten. Ich brauche noch einen Schluck Kaffee, warte mal schön. Jetzt habe ich 2 Minuten gelabert, aber war mal wichtig, dass ihr da den Stand der Dinge kennt. Wie gesagt, ich habe das gemacht, um Punkte zu holen. Dann habe ich dieses eine Dings da freigeschalten. Beim zweiten Mal habe ich den Auftrag nicht abgeschlossen. Der Timer ist abgelaufen, Charakter tot, ne? Gott sei Dank ging das mit dem Beta-Knopf. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das hinbekommen. Ihr kennt die Mission, hatten wir ganz am Anfang mal. Wir müssen 3 Kisten finden. Dann bauen wir da diese Marker auf, die sich dann miteinander verbinden. Und dann gibt es eine Endszene, wo dann auch eine kleine Welle Tiere kommt. Da bereiten wir uns heute mal vor. Machen wir einmal komplett zusammen. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch nicht uninteressant. Dankeschön. Ist er fertig? Weil das siehst du mal... Das hat mich das letzte Mal schon so gestört, gell, ein bisschen. Ist aber so, der soll halt reden. So. Alles klar, mach dich im Acker jetzt. Junge, Junge. With that much data, you'll need a central uplink to beam it up here. Locations are marked on your map. You'll find supply crates dropped nearby each site. With the tech you need. And be careful. Wildlife seems to resent this kind of thing. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, was ich 1000 Mal gemacht habe. Wir haben es ja schon mal gehört, sozusagen. Ne? Man müsste eigentlich hier irgendwie einen Maker haben im Spiel, wo es sagt, okay, der kennt jetzt die Aufgabe, die er da schon ein paar Mal gemacht. So, gehen wir kurz rein. Jetzt probieren wir heute mal praktisch so ein Thema anzugehen, indem wir das am Stück durchziehen. Ne? Hier müssen wir hin. Auf die Richtung machen wir uns auch auf den Weg und bauen bis dahin schon mal Tools auf, Grundausrüstung und alles. Dann holen wir die 3 Kisten. Und dann bauen wir eine 1x1-Hütte, die wir zukünftig auch verwenden werden, wenn wir Aufträge machen, die neu sind. Und gucken einfach mal. Wichtig wäre, dass wir bis am Ende jetzt dann auch einen Schlafsack und alles schon haben. Ne? So, da habe ich jetzt, glaube ich, genug gesammelt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ging es denn da nochmal hoch? Drüben müssen wir. So, wie gesagt, ich muss hier halt immer ein bisschen gucken bei den Aufnahmen, dass ich auch dann den Timer entsprechend nutzen kann, wenn ich dann zwischendrin weiß, ich bin 2-3 Tage unterwegs. Dass ich das alles ein bisschen einplan, deswegen schieben wir den jetzt einfach mal mit rein.
dann wisst ihr auch, wo ich die Punkte herbekomme, ne? Weil den Auftrag, den hast du eigentlich schnell erledigt. So wichtig wäre, dass wir auf jeden Fall einen Bogen haben. Wie viel kann ich da? Dann haben wir schon mal die erste Möglichkeit. Und als nächstes wäre das Steintool, Abbautool wichtig. Den Auftrag, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich dafür gebraucht habe. Ich glaube aber, da war ich halt noch übervorsichtig, weil ich es noch nie gemacht hatte. Und ich wusste, ob nur eine Welle kommt, zwei oder sowas. Deswegen haben wir da länger gebraucht. Jetzt müssten wir heute in der Folge eigentlich durchkommen. Rückweg spare ich uns dann natürlich, ne? Ist schon der erste Wolf auf dem Weg. Aber ist okay. Stein muss ich sammeln. So, und dann kann ich hier schon mal, ich würde sagen, fünf Stück. Zack, dann fangen wir mit der Ausrüstung an. Hat sich nach dem Bär angehört, gell? Einmal das, einmal die Brust, einmal ihmchen, einmal ihmchen. Und einmal ihmchen. So. Stein, wie viel brauche ich noch? Noch drei Stück. So würde ich halt in Zukunft die Mission angehen. Gerade mit der 1x1-Butze. Du weißt ja eigentlich, wenn du dich nicht spoilerst, immer erst recht spät, wann du mehr brauchst. Zumindest teilweise. Und damit wir da zukünftig eine Erstausrüstung haben, würde ich die immer so anfangen, jetzt die Mission, ne? So, jetzt kann ich das hier, das ist schon mal wichtig. Dann habe ich das nämlich aus dem Kopf. Holen wir uns ein bisschen Stein. Das ist kein Stein. Deswegen der Timer hier mit den 5 Stunden. Das war einfach fatal, wenn ich dann weg muss. Dann habe ich auch nicht mehr drüber nachgedacht. Und als ich zurückkam, war da so Militär. Die, wo man so um den Hals trägt, die Militärplaketten. Dein Charakter ist von uns gegangen. Er wurde nicht wieder abgeholt. So irgendwas stand dran. Ich habe dritten Pferd, weißt du. Feuer brauchen wir auf jeden Fall. Fackel bräuchte man. Dann nochmal Max-Out-Pfeile. Ich hole gleich noch ein paar mehr. So, trotz Schwallerei und alles drum und dran. Wir haben jetzt 7 Minuten. Ich nehme an, die Folge wird eine kleine Ecke länger gehen. Also in einer halben Stunde habe ich es noch nicht geschafft. Liegt aber hauptsächlich auch daran, weil ich doch gerne vergesse, was ich schon habe und was nicht. So, und damit wir uns eine 1x1-Hütte bauen können, mache ich das auch schon mal platt hier, das Ding. Aber guck mal, wenn du ein bisschen Routine hast in dem Spiel, wie tatsächlich zügig das dann geht. Der Ablauf wird jetzt so sein, dass wir aller Wahrscheinlichkeit nach morgen die Exotic-Mission angehen. Ich nehme an, da brauchen wir so 2 Folgen. Das Wochenende, vielleicht mache ich ein paar Minuten länger. Dann würde ich nochmal im Outpost ein paar Neuerungen angucken. Und dann machen wir als nächstes irgendwas mit einer Wüste. Und bis dahin möchte ich auch die Punkte haben für den Trinkschlauch, weißt du? Weil dann kommen wir nämlich in der Wüste an, haben gleich einen Schlauch, der nicht leckt. Ich glaube, dass das Sinn macht. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Wir brauchen auf jeden Fall hiervon 2. Weil ich tatsächlich hier mit Flachdach jetzt arbeite. Ich brauche noch einen Baum. Und dann muss ich gleich mal ein paar Sachen rausschmeißen. Und dann wäre es cool, wenn wir auf dem Weg jetzt noch ein paar Wölfe finden bis zu den Kisten, ne? Wegen einem Schlafsack. Weil ich habe vor, den Weg nicht zweimal zu laufen. Und wieder ein Level up. Sehr gut. Jetzt haben wir aktuell schon 7 Entwurfspunkte. Für unser nächstes Mal, wenn wir am Outpost sind. Da kriegen wir wieder schön gute Sachen aufgebaut. Gibt ja noch einiges, ne? Gerade auch die Sauerstoffflasche wäre noch eine Idee. Alles, was es Survival halt gut macht hier. So, meine Lieben. Nach dem Outpost ist es dann immer schon ein bisschen actiongeladener, ne? So, da haben wir die 2. Dann kommt das und das drauf. Eine Rampe brauche ich keine. Was ich gemerkt habe, ist, dass mir das mit den Leitern Sinn macht. Dann sind wir da schon mal fertig. Lagerfeuer haben wir auch aufgestellt. Verbände haben wir. Kiste brauche ich keine. Pfeile sind wichtig. So, jetzt laufen wir durch und gucken mal, ob wir unterwegs schon den einen oder anderen Wolf vielleicht finden. Mal ein paar Steine mitnehmen zum Reparieren. So, ich gucke mal ganz kurz. Ja, einen Schluck trinken können wir auf jeden Fall. So, die nehme ich auch mit. Da kann ich nämlich jetzt die Dinger machen hier nochmal. Da vorne wäre ein Bär. Wollen wir uns einen Bär antun mit den Pfeilen hier? Der hätte auf jeden Fall Fell, ne? Komm, wir probieren es. Okay, das habe ich nicht berechnet, dass er sich so schnell dreht.
Boah, da haben wir den schon. Wie geil ist das denn? Keine 10 Minuten auf Ikarus, schon den ersten Bär. Hammer merkt schon einen Fortschritt, ne? Guck mal, 15 Fell. Weißt du, was das heißt? Noch 5 Stück haben wir einen Schlafsack schon. Sehr, sehr geil. Das heißt, ich gehe hier schon mal auf Max Knochen. 5 Stück. Oh, shitty. Hat er sie eingesammelt? Jetzt hat er irgendwo die Knochenpfeile, glaube ich, rausgeschmissen. Sieht sie jemand? Nee, die sind noch da irgendwo, gell? Ah, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das essen wir. Das mache ich rüber. Den Nahrung. Hä? Ist das gar nicht unser Nahrungsanzug? Hatten wir nicht den Anzug mit der Nahrung? Jetzt weiß ich nicht, wo die Pfeile hin sind. Ich habe sie geschwind nicht gesehen. Ich will ja heute gucken, dass ich die Aufgabe zügig erledige. Nicht, weil ich es eilig habe, sondern weil ich tatsächlich zukünftig einfach hier dann die Chance habe, vielleicht in einer halben Stunde Punkte zu holen, weißt du? Wenn ich mal eine halbe Stunde Zeit habe. So, Grundversorgung steht aber soweit. Wenn wir dann später hinten sind, kann ich auch noch mal ein bisschen Fleisch machen. Ansonsten glaube ich aber, dass man eigentlich durchlaufen kann. Ich will trotzdem nicht alles. Ne, entweder sind sie hier unten draufgefallen, sind sie nicht, ne? Wundert mich. Wundert mich. Ach so, okay. Hat er die dann gar nicht gebaut? Ja, dann ist in Ordnung. Die nehmen wir mit, falls das hinten raus knapp wird. So, auf geht's. Wenn wir jetzt noch einen Wolf oder irgendwas finden, dann sind wir eh schon so weit, ne? Das kann sein, dass der zu weit weg ist. Nee, hast ihn erwischt. Damit haben wir einen Schlafsack. Nehme ich jetzt mal an, aber die können auch teilweise nichts bringen, gell? Ich höre den zwar, aber es kommen ja auch noch Tiere unterwegs. Nee, ein Ding hat er nur gehabt. Aber für die Endwelle sammeln sich langsam die Knochenpfeile. Weiter geht's. Habe ich jetzt schon soweit alles? Messer habe ich, bisschen was zum Reparieren habe ich, die 1x1-Putze habe ich, Feuer, Schlafsack ist das nächste und das ist das Einzige, was noch fehlt. Und dann später noch ein bisschen Holz zum Heizen. Da ist ein Wolf, sehr gut. Hallo? Das sind zwei Wölfe. Okay, damit müsste man es jetzt aber eigentlich haben. Wenn ich sie nochmal wieder finde, ihr kennt das ja mit mir. Ist noch ein Wolf. Hört sich aber an, als wäre der oben schon auf der Ebene. 5 Stück ist sehr gut. Wo ist denn der andere? Den habe ich hinten dran geschossen, gell? Da liegt er. So. Ich gucke jetzt halt immer auf die Uhr, aber wie gesagt, lasst euch da nicht stressen durch mich. Das ist einfach nur für mich, um ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange brauche ich denn für die Mission. Weil ich muss sagen, jetzt sind wir ziemlich gut ausgerüstet schon. Ist irgendwas, was raus kann? Ich wundere mich jetzt gerade die ganze Zeit, was mit meinem Ding nicht stimmt, gell? Mit meinem Anzug. Ich dachte, wir hatten den Anzug. Habe ich einen falschen mitgenommen? Ach, weißt du, wo der Charakter gestorben ist? Ich glaube, da hatte ich den Anzug an, den muss ich erst wieder bauen. Da braucht man noch mehr Punkte. Und den ich hier habe, das ist ja der Supporter-Anzug vom Supporter-Pack. Das erklärt's. Gut. Also den Schlafsack baue ich schon mal, dass wir fertig sind. Langsam kommt was zusammen. Wie weit sind wir noch weg vom Spot? Ah ja, komm, da rennen wir jetzt durch. Das machen wir so. So. Und was ich auch gemerkt habe, ich hatte ja schon die neue Mission, die wir machen wollen, angefangen. Hab etwa eine Aufnahme von 12 Minuten gehabt und ihr kriegt ja mit, in letzter Zeit ist bei mir die Hölle los, ständig klingelt's und ich muss weg. Klingelt an der Tür, nachdem ich 12 Minuten auf der Map war ungefähr, die Aufnahme kurz unterbrochen, so wie ich das immer gemacht habe bis jetzt, kommt zurück, Charakter tot. Weißt du? Und dann habe ich gedacht, nee, Zukunft musste Ikarus aufnehmen, wenn kein Tagesgeschäft in Anführungszeichen noch ist. Und deswegen habe ich jetzt das nochmal zwischen reinschieben müssen. Und wir werden den Auftrag, den nächsten, wo ich gerade erzählt habe, da werden wir nochmal überrascht sein, weil ich kam tatsächlich an eine Stelle, an der wir erst waren auf der Map. Also der spielt in einer ähnlichen Location. Da muss ich mal gucken, dass wir da nicht immer dasselbe machen ständig. Da ist es derselbe Map-Abschnitt, den man da plötzlich irgendwann vor sich hat.
Also ich glaube, ich muss hier runter. Ja, wenn wir uns den Rückweg heute sparen, haben wir eine schöne Folge, die wahrscheinlich sogar ein bisschen länger gehen wird. Und ich habe wieder 75 Punkte. Dann habe ich schon zwei Dinge, die ich jetzt zwischendrin mal machen kann. Einmal kurz auf diesen einen Abschnitt, wo die vielen Wildtiere vor der Höhle sind. Da kriege ich dann auf jeden Fall EP gefarmt. Und einmal hier einen Auftrag, der recht schnell erledigt ist, meiner Meinung nach. So, jetzt muss ich gerade kurz mal ins Inventar. Pass mal auf, ich lege mir mal die Dinger hier unten drauf. Genauso wie die. Dann habe ich da schon wieder zwei Taschenplätze. Und den auch. Die nehme ich mit. Also das wäre so das Ziel, dass wir, wenn wir zukünftig was Neues machen, mit einem guten Anzug runtergehen und diese Fellflasche zum Beispiel schon mal haben. Weil beim Messer brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir können uns nämlich auch ruckzuck, wenn wir wollen, ein Knochenmesser einfach herstellen. Ne? Das haben wir ja auch freigeschalten gehabt. Wo ist denn das? Hier. Machen wir uns ein Knochenmesser. Tauschen das gleich um. Und weiter geht's, weißt du? Das ist zwar nicht für alles zum Häuten geeignet, aber für die Startphase besser als halt ein Steinmesser. Und die Spitzhacke habe ich ja auch freigeschalten. Die werden wir dann in Zukunft auch mitnehmen, denke ich. Man muss das Zeug halt wieder drucken, wenn es kaputt ist, ne? So, das reicht jetzt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt bis zur Kiste durch. Gefährlich wird es eigentlich bei dem Auftrag ja eh erst beim letzten Abschnitt, ne? Es sei denn, das ist random und mir ist einfach die letzten Male nicht wirklich was passiert. Das kann auch sein. Ja, ja, entspann dich, Digga. Jetzt habe ich natürlich, aber die Dinger kannst du essen hier. Auf der 8. Die bringen ja auch Wasser. Wie viel muss man denn da essen, dass das was bringt, richtig? Weiß ich nicht. So, meine Lieben, wir sind da. Naja, noch nicht ganz, aber gleich. Wenn jetzt unterwegs noch was kommt, machen wir's platt. Finde ich aber vom Ding her unheimlich spannend, wenn du so einen alten Auftrag machst, recht gut durchkommst dann. Das zeigt dir auch, dass dein Charakter stärker geworden ist. Ne? Zum Beispiel jetzt hier merke ich eindeutig, er ist schneller durch die Skillpunkte. Wir wissen durch die Routine, was brauchst du nicht. Dann hast du ein unheimlich gutes Feeling, was den Fortschritt angeht von deinem Charakter, von deiner Spielweise und allem. Ich muss sagen, das feiere ich dann schon. Ich glaube, hier müssen wir runter. Ich habe ja die erste da markiert gehabt, ne? So, und auch vom Ding her würde ich jetzt sagen, wir haben eigentlich alles. Nee, oder? Muss ich wieder hoch? Scheiße. Ja gut, ich habe es jetzt noch eine 1000-mal gemacht. Hä? Okay. Wo habe ich ins Messer? Nehmen wir nochmal mit für Knochenpfeile. Jo, super. Jetzt werde ich merke jetzt gerade, dass ich auch ein bisschen schneller werde langsam. Da kann ich, wenn ich das zweimal mache, kann ich 150 Punkte holen in knapp einer Stunde irgendwann. So. Und jetzt erklär mir mal, wo diese Kiste sein soll. Da vorne steht sie. Da vorne steht sie. So, einmal. Deploy, wo ist es hier? Das war's, ne? Okay. Nächste. We're reading Station 1. Activated. Keep it up. Gehen wir da lang. Hier kriegen wir nochmal Knochen. Nee, nicht runterfliegen! Na, besser du runterflogen wie ich. Und guck mal auf den EP-Zeiger. Wir haben vorhin erst den Level abgehabt. Und sind schon wieder die Hälfte durch fast, ne? Und das macht ja Sinn, weil je mehr Punkte ich uns hole für den Tech-Baum, desto mehr kriegen wir halt in der Staffel auch zu sehen von dem coolen Zeug. Vielleicht schaffen wir es sogar im höheren Tierbaum dann irgendwann die coolen Sachen zu machen. Schrotflinte, weiß ich, wie mein. So, wo bin ich denn hin? Da drüben. Wie gesagt, so ab und zu nehme ich euch da mal mit rein, dass ihr seht, welche Routineaufträge ich zum Beispiel mache. Aber jetzt halt nicht jedes Mal, wenn ich die mache, ne?
Sonst wär's denn Hirsch. Man kann auch mal einen Abend irgendwie vielleicht mal unter der Woche einen Stream machen, wo man sagen, komm, wir besorgen uns mal fürs Let's Play ein paar Punkte für den Techbaum. Vielleicht gibt es ein Thema, wo uns interessiert oder so. Dann würde ich mal einen Stream anschmeißen und wir machen da 5, 6 Mal so Speedruns oder so. In Anführungszeichen, ich nenne es jetzt Speedrun, ist eigentlich das falsche Wort bei mir. Halt schneller als sonst unterwegs, run. Ist mehr gewoucht wie gespeedet. Wobei ich muss sagen, schade, hätte ja auch klappen können, ne? So, bei sowas verlierst du natürlich dann beim Speedrun Zeit. Hey, du hast es geschafft. So, wo ist die Kiste? Da vorne ist sie. Siehst du, und hier habe ich beim ersten Mal, wir sind ja viel normal gelaufen auch. Das jetzt ist im Prinzip das Wissen aus dem, das wir schon mal gemacht haben, dass nichts passieren kann. Bis auf. Station 2 is up and active. So, da heizen wir Station jetzt auch 1 noch is rüber. connected. You're fly by five. Könnt aber gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet, ob das okay ist, wenn ich das ab und zu mal reinnehme. Also nicht jetzt immer die hier, die haben wir ja jetzt gesehen. Falls sich da eine neue irgendwann auftut, wo ich es probiere, weißt du? Dann kann man dann sagen, komm, machen wir mal wieder eine Runde zusammen. Hier mache ich momentan so und so, kriege ich meine Punkte. Das ist dann eine Folge, die man so zwischen reinzetteln kann mal. Und natürlich dürft ihr auch gerne eure Meinung sagen, ob wir einfach mal einen Stream machen, indem wir Quests oder Missionen machen, die wir schon im Let's Play hatten. Ich spoilere aber im Stream nichts, was das Let's Play angeht, ne? Das heißt, wir bauen da auch nicht den Außenposten weiter aus oder sowas. Das möchte ich nicht. Aber Punkte farmen, warum nicht? Gerade wenn man in diesem Workshop halt wirklich coole Sachen auch kriegt, ne? So, den nehmen wir jetzt noch mit. Wir sind jetzt ungefähr, wie gesagt, ich gucke heute nicht auf die Uhr, weil ich Stress habe, sondern um zu sehen, wie effektiv kann man denn Punkte farmen, wenn man mal eine halbe Stunde zur Kaffeepause geschwind reingeht. Offscreen-Zeit ist immer sehr, sehr wenig und sehr, sehr kostbar, deswegen ist bei euch wahrscheinlich auch nicht anders. So, das haben wir drin. Wasser habe ich natürlich keins. Die Bärchen kann ich nicht da reinlegen, dass er dann nur Wasser zieht, ne? Nee. Aber was ich machen kann, ist. Achso, das geht hier nicht, wenn es da drauf liegt. Hast du das gesehen? Ich mache nämlich meistens teilen. Konsumiere ich einen. So, hast du noch Pfeile? Ich weiß nicht, wie viel brauche ich denn nachher, aber schon ein paar. Knochenpfeile habe ich gerade gemacht, gell? Die müssten ja fast schon reichen. So, jetzt müssen wir noch über die Schlucht drüber. Die letzte Kiste holen, dann geht es noch kurz ans Wasser und dann kommt auch die Welle. Wir laufen es aber heute gemeinsam ab. Wie gesagt, die Folge verlängert sich entsprechend. Und wenn einer wirklich nur die Endwelle sehen will, weil er nur Action in seinem Leben sehen möchte bei mir, dann skippt das sowieso schon seit vielen Monaten durch die Videos. Von daher kann man das selber steuern, ne? So, Leute, repariert ist soweit alles. Also wichtig ist halt das Messer für den Fall, dass ich runterfliege gleich. Die Leitern haben wir, die Butze haben wir. Wenn ich mir gemerkt hätte, aber das kommt irgendwann auch, wenn du es 3, 4 Mal machst, dann weißt du ungefähr, wo der Spot ist, wo die Butze hin muss. Dann kann man die vielleicht vorweg aufbauen, ne? Sag mal, Gemsel, sollen wir zwar versuchen, hier hochzukommen? Nee, ich muss außen rum, das wird nichts. Es wird nichts. Vielleicht wird es was, wenn man es richtig macht. Oh, scheiße, Leute. Wo ist die Map? Ich brauche die Map. Danke. Ja, ich erinnere mich, das war diese Schlaufe. Ihr erinnert euch bestimmt jetzt auch, weil da sind wir schon mal rumgeirrt. Aber ich sage, ich muss da hinten außen rum irgendwie. Aber da komme ich doch hoch, oder? Nee. Ist ja nicht arg. Bei Ark hätte man jetzt vielleicht mit viel Glück das einfach nochmal geschafft. Ne, dann gehen wir hier runter geschwind. Bis jetzt habe ich mir noch nichts gebrochen, ne, will ich mal dazu sagen. Und er ist wirklich ungewohnt schnell unterwegs, der Gute. Schöne Abwechslung halt dadurch, ne? So kleinere Speedruns für Punkte. Neue Missionen ist immer Exploration pur. Und Basebuilding am Outpost. Haben auch ein paar vorgeschlagen, ich soll mir eine lange Mission nehmen, wo man zum Beispiel diese Agrarkultur aufbauen soll. Aber ich will den Outpost ja auch über die Staffel hinaus behalten, weißt du? Also kam das nicht in Frage, dass ich mir das irgendwo aufbaue, wo es dann nach 30 Tagen weg ist. Und wer dann wirklich beim Outpost deswegen keinen Bock hat zu gucken, weil die Bären nicht da sind oder so, dann überspringt er die Folge einfach. Aber er möchte ungern verzichten, da zu bauen ein bisschen, weißt du? Das mache ich jetzt. Warte. Zack. Zack. Zack.
So, das war's. Station 3 connected. Und jetzt müssen wir zum See gleich. Systems holding. So, pass auf. Reparieren. 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 Hier ist alles gut am See, können wir was trinken. Normalerweise kommen hier keine Wellen. Der war jetzt einfach da. So, du gibst meine letzten Knochenpfeile, mein Süßer, ich danke dir. Max, herstellen, Stelle markieren. Und ab, oder? Ich überleg grad. Hier weiß ich nicht, ob ich heil runterkomme, werden wir gleich sehen. Nee. Oh, er hat Glück gehabt. Nur ein kleiner Bruch, der ist gleich weg. So. Also Sauerstoff haben wir genug. Wir bauen uns jetzt die Dings auf. Wir brauchen normalerweise noch nicht mal was zum Essen machen. Ich richte aber schon mal was, weil ich muss ja auch noch zurücklaufen. Wasser haben wir gleich am See. Wir haben Pfeile 34 und 25. Ist okay. Ist okay. Passt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Welle halt schaffen, die da kommt, ne? Und da geht es eigentlich darum, dass wir genug Pfeile haben. Vielleicht machen wir noch mal ein paar Steinpfeile gleich. Hallo, ihr zwei. So, Wasser getankt. Jetzt guck dir das mal an. Ich habe ja am Anfang noch gelabert, dann sind wir gemeinsam noch runter. Ja? Sind noch gemeinsam hier, mehr oder weniger den Landevorgang hatten wir mit drin, alles mit drin. Ich fühle mich trotzdem entspannt. Es ist einfach so, man ist auch, wenn man schnell läuft, entspannt, wenn man weiß, was man tut. Und das weiß ich hier halt. So. Und jetzt kommt's. Zack. Zack, zack, zack. Weiß ich, was ich vergessen habe. Eine Tür wollte ich noch bauen. Zack. So. Dann haben wir den hier. Wie gesagt, hier mache ich jetzt ein Flachdach. Im Schneegebiet würde ich mir nie wieder ein Flachdach antun, nach dem, was ich da erlebt habe. Das kommt gleich. Den Schlafsack haben wir auf der Null im Moment. Zack. Feuer. Okay, das weiß ich nicht, ob das nicht zu nah ist. Ich ziehe es lieber nochmal ein bisschen raus. Und so haben wir halt schnell 75 Punkte, weißt du? Und du wirst mit jedem Run nochmal Sekündle schneller. So, das können wir gleich hier reinlegen. Das können wir hier machen. Aktivieren. Aktivieren. Und hey, innerhalb der Tageszeit, also ist ja keine schwierige Quest, wenn man sie einmal gemacht hat, weiß man ja. So. Keine Rampe mehr, sondern zukünftig die Leitern. Ich mache immer zwei Stück, falls ich runterfliege und meine Orientierung nicht gerade perfekt ist, komme ich auch schnell wieder hoch. Dann hauen wir uns das Teil hier rüber. Ich deploy's hier drauf. Und aktivieren. Uplink activated. Data's coming through clean and green. Das Coole ist, wir sehen sogar noch was. Guck mal, die reichen auf jeden Fall. Du brauchst nämlich keine Knochenpfeile. Ich habe sie nämlich beim letzten Mal, als ich sie einmal fertig gemacht hatte, habe ich sie nur mit Steinpfeilen gemacht. Das geht auch. So, jetzt warten wir auf die Welle. Bei mir war es jetzt bisher immer so, dass hauptsächlich Wölfe kamen und ein Bär. Und die Butze hier, die hat eigentlich recht gut gehalten die ganze Zeit. Ist wie Tower Defense jetzt, ne? Wir haben sogar einen Tower. Und das habe ich mir überlegt, das nehme ich jetzt einmal mit rein. Jetzt wisst ihr praktisch, okay, wenn ich dann zum Beispiel komme und sage, wir haben was für einen Workshop, wir haben Punkte, dann wisst ihr warum. Weil ich einfach ab und zu mal eine halbe Stunde hier drin rumgegangen bin, ne? Und wenn ich da wieder was Neues habe, wo ebenfalls schnell geht und vielleicht mehr Punkte bringt, später vielleicht im Wüstenbiom oder im Schnee, dann machen wir wieder so eine Art Vouch-Speedrun, damit ihr immer im Bilde seid, wenn ich sage, ich habe Punkte geholt, ne? Das wäre jetzt das erste Mal, dass nichts kommt. Ich schwöre dir, letztes Mal, als ich das gemacht habe, war jetzt schon die Hölle los. Oder das bilde ich mir gerade nur ein.
Ich schneide jetzt aber, wie gesagt, nichts. Da müsste jetzt entweder demnächst was kommen. Schöne ist halt, ich nehme die dann auch aus nach der Mission, weil du dann ja auch die Punkte kriegst. Ich glaube, ein Wolf bringt 800 oder 700 Punkte beim Ausnehmen der Mission hier. Wenn es natürlich so durchläuft, dann gehen wir direkt heim. Keine Ahnung, warum da jetzt niemand kommt. Groß angekündigt, da passiert nichts, gell? So, aber jetzt haben wir schon mal 100 Punkte. Jetzt fehlt uns nicht mehr allzu viel für die Feldflasche und die brauchen wir. Gerade wenn wir in die Wüste gehen, macht es, glaube ich, Sinn, wenn wir die frühzeitig haben. Eine Wasserstelle kannst du direkt aufladen, ne? Verteidige den Ablink 52%. Ja. Sehr entspanntes Ründle. Bogen ist repariert. Ich switch schon mal auf die Pfeile hier um. Wenn ihr die Mission auch macht, zum Beispiel beim Farmen, würde es mich mal interessieren, ob bei euch dann auch solche Phasen sind, wo nichts kommt. Nicht, dass es uhrzeitabhängig ist und erst ab einer gewissen Zeit, die ins Land gestrichen ist. Ja, dann kann ich jetzt gleich noch zurücklaufen. Und dann geht's für uns morgen weiter. Das wird nichts. So, das war die. Nee, oder? Oder es ist wirklich random. Und da kommt jetzt ein Elefant oder sowas. Guck mal, wir sind bei 75%, total easy gepeasy. Die erwischt aber nicht, Lameless. Okay. Okay. Tja, Leute. Den Ablink habe ich verteidigt wie nichts Gutes, oder? Hä, wieso kommt denn da nichts? Tut mir echt leid. Letztes Mal, als ich es gemacht habe, war hier unten alles voll Knochen gelegen. Durch die Wölfe. Da kam ein Wolf nach dem anderen angeflitzt. Dafür hatte ich keinen Wettereffekt. Oder war der Wettereffekt? Weißt du was? Ich glaube, das letzte Mal, als ich es gemacht habe, war ich beim Wettereffekt gerade auf dem Weg zum See runter. Na gut, ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Wenn ich Pech habe, ist das Event ausgelöst und auf dem Heimweg kommen sie. Ich werde wahrscheinlich jetzt kurz in die Butze rein. Nö, ist es erledigt. Würde mich tierisch interessieren. Vier Pfeile, vier. Das war's. Okay. Wenn da einer Erfahrungswerte hat, lasst gerne eine Info da, ob ihr das auch so kennt. Ich kenne es nur so, dass da eigentlich eine Welle kommt immer. So, für mich ist es jetzt Rückweg. Ich glaube, die Mission könnte ich auch machen, indem ich jetzt hier sterbe und dann vorne wieder aufwache. Aber wir wollen ja ohne Malus durchstatten, ne? Komm, ich hau ab. Das Wetter ist, glaube ich, nicht so tragisch. Sehen wir uns morgen. Die Tiere lasse ich jetzt natürlich liegen. Aber, guck mal, ein halbes Level haben wir fast gemacht. Freue ich mich. Morgen geht es dann auf die Mission für die Punkte. Ihr wisst welche, ne? Für die, nicht für die Punkte, für die Materie. Und danach, wenn wir am Outpost unsere Punkte ausgeben, eine Folge lang, schauen wir uns ein paar Sachen an und dann geht's Wüste. Und bis dahin habe ich wahrscheinlich neue Pläne. Es gibt nämlich einen Knotenpunkt im Missionsbaum und ich meine, das war aber eine Wüste oder Anfang von der Wüste, wo du ganz viele andere Missionen freischaltest. Den gucken wir uns dann an, sobald wir die Exomaterie da haben oder wie die heißt. So, lange Rede, kurzer Sinn, war eine schöne Folge. Für mich persönlich erfolgreich, weil wir haben 75 Punkte mehr, die wir jetzt vergeben können. Wir sehen uns morgen zur selben Uhrzeit. Das war heute, glaube ich, die Freitagsfolge, Einstieg ins Wochenende. Und ich nehme an, Samstag, Sonntag machen wir diese Mission dann fertig. Ich nehme an, dass wir da zwei Folgen für brauchen. Und gucken wir mal, wie es läuft. Ich freue mich jedenfalls auf euch. Bis dann.